Eine Mutter trauert am Grab ihres Sohnes. Hunderte Kriegsopfer liegen mittlerweile hier, ein neu angelegter Friedhof außerhalb von Mariupol. Laut Ukraine wurden Zehntausende Bewohner der Hafenstadt seit der russischen Belagerung getötet, ganze Familien ausgelöscht. Ich habe nur gedacht, wer wird sie beerdigen, wer wird Grabplatten anbringen? Sie haben niemanden mehr. Bagger graben immer neue Schneisen in die Erde. In 3 Monaten Krieg soll Moskau rund 1500 Raketen auf die Ukraine abgefeuert haben. Der ukrainische Präsident spricht von einem totalen Krieg gegen sein Land. Selenskyj zeigt sich bereit, Kreml-Chef Putin zu treffen, wie er in einer Videobotschaft vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos ankündigt. Der Präsident der Russischen Föderation entscheidet alles. Wenn wir darüber sprechen, diesen Krieg zu beenden, kann diese Entscheidung nicht ohne ihn getroffen werden. Ohne ein Treffen mit ihm wird dies nicht möglich sein. Gleichzeitig fordert Selenskyj mehr Waffen. Weitere liefern wollen die USA und 20 verbündete Länder, darunter Italien, Dänemark, Norwegen und Polen. Unser Bestreben ist es, alles zu tun, um die Position der Ukraine zu stärken, auf dem Schlachtfeld als auch am Verhandlungstisch. Wie das Ende aussieht, wird von den Ukrainern definiert, nicht von uns. Die kommenden Kriegswochen werden schwer, glaubt die Ukraine. Russland konzentriert sich vor allem auf den Osten des Landes.